So, ihr müsst mir mal sagen, ob ihr mich wieder hört. Ich habe jetzt hier diverse Sachen umgebaut. Vorteil sollte sein, Bild- und Tonqualität sollten jetzt deutlich besser sein als eben. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, mal jetzt Feierabend oder so. Nein, müsste eigentlich besser sein als eben. Nachteil ist, ich höre jetzt selber den Stream nicht mehr. Ja, ich höre den Spielton über Lautsprecher ganz leise, damit ihr nicht das doppelt hört. Ja, war jetzt alles ein bisschen hoppla hopp. Ich entschuldige mich nochmal in aller Form für die Wartezeit. So ist das manchmal mit dem Abflug. Ja, ist ja auch eine echte, ist ja nur realistisch. Ne? Also. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Ich hatte gerade eine ziemlich stressige halbe Stunde. Und so, suchen nach Updates. Und jetzt sollten wir aber gleich hier wieder auf der Spur sein. Ihr hört mich, ihr müsst mir noch sagen, ob der Hintergrund, ob die Hintergrundmusik vielleicht zu laut ist oder zu leise ist, ob das passt. Insofern, genau, ich lade erstmal das Spiel und. Ah, ja, das Problem ist, dass wir hier diverse Technik auseinandergebaut haben, sodass ich quasi mit dem normalen Setup nicht streamen konnte, mit unserer normalen Studiotechnik, weil ich bin ja heute im Verlag und nicht zu Hause. Sehr leise kommt da als bitte lauter. Okay, ich guck nochmal, kleinen Moment, ich guck nochmal, ob ich den Ton ein bisschen lauter kriege. So, jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen lauter geworden sein. Also das Problem eben war, dass wir eben hier wegen unserer ganzen Homeoffice-Sendung diverse Sachen umgebaut haben, abgebaut haben, teilweise mit nach Hause genommen haben, sodass unser normales Live-Setup, was wir hier im Studio normalerweise haben, nicht einsatzbereit war, beziehungsweise nicht einsatzbereit ist. Und ich dachte, ich bin clever und habe das Streaming über eine Software gemacht und solch eine... Das Ganze nennt sich Mirabox. Das ist im Prinzip ein Adapter von HDMI auf USB. Mit der habe ich das Signal des Spiele-PCs in mein Mac gebracht. Und offensichtlich ist aber diese Mirabox mit dem Signal des PCs, aus welchen Gründen auch immer, da muss ich irgendwann nochmal genauer untersuchen, nicht zurechtgekommen. Es gibt bei Video ziemlich viele kleine Fallen mit Farbräumen, Farbbreiten in der Bitbreite und solche Geschichten. Irgendwas davon wird jetzt das Problem gewesen sein. Wie gesagt, ich höre leider den Spielton jetzt nicht so richtig und das Mischpult steht am anderen Ende des Raums. Aber ja, so, ich versuche jetzt mal zurück zum Thema zu kommen. Also, ich habe hier vor mir die Release-Version. Die erscheint morgen. Diese Release-Version unterscheidet sich in ein paar Kleinigkeiten von der Preview-Version bzw. von der Alpha für die Tester. Zum Beispiel ist diese Version komplett auf Deutsch, zumindest wenn man eben das Windows auf Deutsch stehen hat. Hin und wieder ist die Übersetzung noch so ein bisschen, hapert noch so ein bisschen an der Übersetzung. Vielleicht wird uns das ein oder andere hier auch begegnen. Mein Plan für heute in diesem Video ist es eigentlich, mit euch die Flugschule zu machen, weil ich diese Flugschule im neuen Flugsimulator, die finde ich tatsächlich ganz gut für alle, die bisher mit Fliegen noch nicht so richtig viel Erfahrung haben. Und ich habe sie selber ganz am Anfang auch einmal durchgeklickt und ja, würde das jetzt einfach nochmal machen. Und danach, wenn wir die Flugschule absolviert haben, dann schauen wir uns einfach eure Wunschlocations an. Dann würde ich einfach den Chat, ne, euch bitten, mir dann, jetzt gerade bringt es noch nichts, weil ich möchte erstmal die Flugschule machen, dann würde ich einfach die Flughäfen ansteuern oder die Städte ansteuern, die ihr gerne wollt. Nochmal kurz zum Setup. Das hier ist ein i7-8700K, 32 GB RAM und ich glaube, es ist eine 1080 Ti installiert oder eine 1080. Meine Spieleinstellungen sind jetzt hier auf High-End, ne? Also die dritte von vier Stufen. Ultra gäbe es auch noch. Ich vermute, da bräuchte ich dann noch eine etwas größere Grafikkarte. Das ist jetzt das, was mir der Flugsimulator einfach vorgeschlagen hat.
Genau, da gibt es am Anfang bei der ersten Installation so ein Ding, wo der eben selber guckt, welche Sachen sich für den Rechner wohl anbieten. So, jetzt versuchen wir mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal die erste Flugstunde durch. Und ich hoffe, dass ihr die Fluglehrerin auch hören könnt. In der ersten Stunde geht es erstmal darum, sich mit folgendem vertraut zu machen. Steht unten mit Querruder, Landeklappen, Seitenruder und Höhenruder. Und ich weiß auch, dass es hier eine kleine Einführung in die Kameraeinstellungen des Flugsimulators gibt. Es geht also nicht rein um die Flugeigenschaften des Flugzeugs, sondern eben auch um die Kameraeigenschaften vom Flugsimulator. Ja, so, jetzt kann ich langsam hier wieder ein bisschen runterkühlen. Bereit zum Fliegen. Willkommen zum Flugunterricht. Ich bin Ihre Fluglehrerin Captain Molina, aber Sie können mich einfach Jazz nennen. Hi Jazz. Heute beschäftigen wir uns mit der grundlegenden Steuerung. In Ordnung? Aber bevor wir die Steuerung kennenlernen, sollten wir uns erst einmal umsehen. Gut, machen wir das. Keine Sorge, ich steuere das Flugzeug, während Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut machen. Wenn Sie aus Ihren Seitenfenstern schauen, haben Sie heute einen wundervollen Blick auf die Umgebung von Sedona. So, freut mich auf jeden Fall, dass das Bild jetzt besser aussieht. Das lese ich gerade im Chat. Jetzt soll ich mich einmal nach rechts und links umschauen. Ist das nicht eine wunderschöne Gegend? Ich spiele mit einem Honeycomb-Joke. Der hat so einen kleinen Daumen-Joystick oben links drauf. Und darüber kann ich mich umsehen. So, nutzen Sie nach links, rechts, oben, unten, um die Kamera im Cockpit zu bewegen. Das mache ich, oben, unten. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, um sich umzuschauen. Das machen wir auch einmal. So, drücken Sie STRG ALT 1, um eine benutzerdefinierte Ansicht zu speichern. STRG ALT 1. Drücken Sie Joystick-Taste 2, um zur Pilotenansicht zurückzukehren. Drücken Sie ALT 1, um zur benutzerdefinierten Ansicht zu wechseln. STRG ALT 1. Halten Sie jetzt bitte nach dem Flugplatz von Sedona Ausschau. Die Landebahn sollte leicht zu finden sein. Okay, jawohl. Jetzt wissen wir, so, wo der das sind die ist. Basics zum Umgucken jetzt, im Flugsimulator. Sind ein paar haben, Tasten, ne? Ich habe das jetzt einfach einmal durchgemacht. Und ab jetzt darf das ich erste steuern. Instrument auf unserer Liste ist das Steuerhorn. Ich erinnere mich noch, wie mein Fluglehrer damals meinte, das Steuerhorn sei wie ein Lenkrad. Naja, fast. Denn der Neigungswinkel lässt sich damit auch ändern. Okay. Eigungswinkel ändern. Zunächst einmal steuern Sie damit das Querruder. Das Querruder, jawohl. Und mit dem Querruder können Sie Rollen durchführen und das Flugzeug in Schräglage versetzen. Versuchen Sie jetzt nach rechts zu rollen. Bewegen Sie das Steuerhorn vorsichtig nach rechts, um Ihr Flugzeug zu rollen. Das mache ich gerne. So. Perfekt. Bringen Sie uns jetzt wieder in eine gerade Position. Mache ich. So, was mir achtet mal ein bisschen gut auf gemacht. Die Kopfbewegung im Flugzeug, natürlich, weil das gefällt mir wirklich Steuerhorn, sehr, sehr gut. Außerdem das Höhenruder. Und das Höhenruder bestimmt den Neigungswinkel. Klar soweit? Ja, klar soweit. Ziehen Sie das Horn nach hinten, um das Flugzeug aufsteigen zu lassen. Nur zu? Jawohl. Die beiden wichtigsten Dinge in der Luftfahrt sind die Geschwindigkeit und die Höhe. Und wenn Sie die Nase nach oben ziehen, verringert sich Ihre Geschwindigkeit. Ja, das ist richtig, sieht man. Sie müssen entweder mehr Schub geben. Mehr Schub kann ich nicht geben. Oder für den Moment das Flugzeug nach vorne neigen. Dann neigen wir es mal wieder nach vorne. Weiter runter. Sobald Sie die Nase des Flugzeugs nach unten neigen, erhöht sich Ihre Geschwindigkeit. So, also herzlich willkommen im Stream. Während Sie sich darum kümmern, erzähle ich Ihnen etwas über die Seitenruder im Fußraum. Wir spielen den Flugsimulator 2020 und absolvieren gerade die Flugschule. Mit diesen Pedalen bestimmen Sie die Seitwärtsbewegungen des Flugzeugs, auch Gierung genannt. Das ist die
ersten auf Stunde. Auf dem Boden verwenden wir die Pedale, um nach links bzw. rechts zu steuern. Hier oben helfen sie dabei, uns während Wendemanövern richtig auszurichten. Versuchen Sie es mal und beobachten Sie, wie sich die Nase des Flugzeugs nach links bzw. rechts bewegt. Klingt simpel, oder? Dafür habe ich hier bei mir übrigens wieder geradeaus. Pedale von Seitec dran. Sollte etwa 8 bis 10 cm unterhalb der Horizontlinie liegen. Das ist die sogenannte Reiseflugflaglage. Zentimeter ist natürlich schwierig. Okay, als letztes erkläre ich Ihnen noch den Gashebel. Wenn Sie Geschwindigkeit mögen, dann werden Sie sich mit dem Gashebel sofort anfreunden. Damit steuern Sie die Leistung des Triebwerks. Also wenn ich Geschwindigkeit mag, ist dann Cessna 152 das Falsche. Was passiert, wenn Sie das Gas komplett wegnehmen? So, verwenden Sie den Gashebel, um die Triebwerksleistung zu verringern. Mache ich. Und jetzt sehen wir unten auch, wie sich der Gashebel rauszieht. Wie zu erwarten, nimmt unsere Flughöhe genau ab. Darf ich wieder Gas geben, bitte? Und hier Jazz. Ein Tipp. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung. Jazz, um ich wieder Gas geben. Dass Sie nicht zu tief liegen. Mach das einfach. Okay, geben Sie jetzt wieder mehr Gas. Jawohl, habe ich schon. Wie erwartet, nimmt dadurch unsere Geschwindigkeit und damit, wenn wir unsere Fluglage beibehalten, auch unsere Höhe zu. Genau, also das langsam sind die, haben Sie den Dreh Grundbewegungen raus des Flugzeugs. Bald schon werden Sie gar keinen Co-Piloten drei mehr brauchen. Und Speed. Tipp, nicht anhalten unterwegs. Bis dahin halte ich mich bereit, falls Sie Hilfe mit dem abwärts. Funk, den Checklisten oder einfach nur beim Fliegen brauchen. Jawohl, okay. Ja, danke schön, Sie Jazz. Sie können mir die Steuerung wieder übergeben, wenn Sie die Lektion beenden möchten. Sie können aber auch weiterfliegen. Ist ja schließlich so ein schöner Tag. So, Steuerung Alt X, um das Steuerung zu übergeben. Steuerung Alt X. Okay, ich habe das Steuer übernommen. Und jetzt gut fliegt gemacht. Jazz wieder. Sehr schön. So, Glückwunsch. Gecheckt. Ne, das ist so, und das würde man ja so nicht. Ist das. Also, schönes Deutsch ist das nicht. Geschafft müsste da stehen oder sowas. Oder abgeschlossen. Gecheckt ist irgendwie komisch. Also. Hier sieht man jetzt eine Zusammenfassung, Datum 17.08.2020, mit welchem Flugzeug und so weiter ich das Ganze gemacht habe. Und ich, im Prinzip kann ich ja direkt den nächsten Trainingsflug starten. Zur nächsten Aktivität wechseln. Für diese Aktivitäten soll es übrigens auch einen Editor geben, sodass man solche Activities oder Challenges oder wie auch immer man es nennen möchte, selber wird erstellen können und ich habe ihn noch nicht gefunden, diesen Editor. Angeblich soll er aber für die Community frei verfügbar sein. Sobald er das ist, sobald man ihn runterladen kann, ausprobieren kann, werden wir uns ihn natürlich auch gemeinsam anschauen und ich plane eigentlich auch ein paar Tutorials zu machen, auf jeden Fall dafür, wie man denn Flughäfen baut. Und da möchte ich auf jeden Fall gerne ein paar Tutorials zu machen und ein paar kleine Beispielflughäfen möchte ich dann auch bauen. So, bereit zum Fliegen. Heute das Flugzeug wir wird wieder über vom Fluglehrer gesteuert. Sprechen. Also wie das Flugzeug in Relation zum Horizont ausgerichtet ist. Ein Blick nach draußen verrät Ihnen, dass das Cockpit etwa 10 cm unterhalb der Horizontlinie ausgerichtet ist. Wir fliegen aktuell geradeaus mit ordentlicher Geschwindigkeit. Das ist die Reiseflugflaglage. Das können wir auch alles an den Instrumenten ablesen. So, drücken Sie STRG 1, um die Instrumente zu fokussieren. Es gibt so ein paar okay. voreingestellte Schauen Kameras. Schauen Sie sich jetzt mal den künstlichen Horizont an. Dieser zeigt die aktuelle Fluglage Ihres Flugzeugs im Vergleich zum Horizont an. Die weiße Linie stellt den Horizont dar. Der Bereich darüber ist der Himmel und der darunter der Boden. Ihr Flugzeug wird durch die orangefarbene Linie in der Mitte dargestellt, die auf den Horizont ausgerichtet ist. Wie Jawohl. Wir soeben durch einen Blick nach draußen gesehen haben, befindet sich unser Flugzeug aktuell im horizontalen Geradeausflug. Gut, jetzt wollen wir wissen, wie viel Leistung das Triebwerk bringt. Sehen Sie sich den Tachometer an. Wie Sie sehen können,
läuft der Motor mit 2300 Umdrehungen pro Minute. Aus Fluglage und Motordrehzahl Ihres Flugzeugs ergibt sich die Gesamtleistung. Da drüben ist er. Jetzt habe ich kurz auf den Chat geschaut Was und schon die Hälfte uns zum verpasst. Fahrtmesser bringt. Zum Schluss werfen Sie bitte noch einen Blick auf den Höhenmesser. Jawohl, Höhenmesser ist hier. Um Ihre Höhe herauszufinden, betrachten Sie zuerst die kleine Nadel. Sie gibt an, wie viele tausend Fuß hoch Sie sind. Die große Nadel gibt den 100er-Wert an. Ja, halt ein Höhenmesser, ne? Völlig logisch. Durch die aktuelle Fluglage und Leistung unseres Flugzeugs fliegen wir mit einer Geschwindigkeit von 90 Knoten und in einer stabilen Höhe von 6000 Fuß. Jawohl. Die hält das deutlich sauberer, als ich sowas jemals könnte. Übernehmen Sie den Steuerknüppel, wenn Sie soweit sind. Mhm. So, jetzt wollen wir mal sehen, was wir machen. Liked Ham Steuerhorn am Dianese that was over during Horizon Line also written in at way 5 cm. Ziehen Sie das Flugzeug nicht zu hoch, sonst sind Sie zu steil und haben zu wenig Auftrieb. Und ohne genug Auftrieb geht's abwärts. So, die Nase des Flugzeugs okay. Über die Horizontlinie ausrichten und Vollgas geben. Willkommen zur Steigfluglage. Sehen Sie, wie es sich auf Ihrem künstlichen Horizont und dem Tachometer widerspiegelt? Jawohl, sehe ich. Wie Sie auf dem Höhenmesser ablesen können, beginnen wir an Höhe zu gewinnen. Allerdings verlieren wir trotz Vollgas an Geschwindigkeit. Wir sind eben auch beim Aufstieg den Gesetzen der Physik unterworfen. Okay, bevor wir weitermachen, sollten wir zunächst in die Reisefluglage zurückkehren. Lassen Sie das Steuerhorn locker und richten Sie die Nase der Maschine genau unter dem Horizont aus. Reduzieren Sie anschließend die Drehzahl auf 2300 RPM. So, nehmen wir ein bisschen Gas weg. Sehr gut. Wir haben jetzt wieder dieselbe Fluglage und Geschwindigkeit wie zu Beginn der Lektion. Ich fliege übrigens mit einem Honeycomb-Yoke. Das Gerät kann ich zunächst mit durchaus einer Reduzierung empfehlen. Der Drehzahl auf 1800 RPM. 1800 RPM. Bringen Sie die Nase des Flugzeugs anschließend etwas weiter unter den Horizont. Und einem Yoke von Zytec. Und diese Kombination gefällt mir ganz gut. Es soll von Zytec auch noch, von Honeycomb auch noch ein, oder von Alpha Industries heißen, glaube ich, oder Alpha Aviation oder so, auch noch einen Throttle-Quadranten geben. Der ist aber noch nicht verfügbar. Das Gas wieder auf 2300. Gut. Nun sind Sie mit Reiseflug, Aufstieg und Absinken vertraut. Lassen Sie uns jetzt zur Kurvenfluglage kommen. Bewegen Sie das Steuerhorn sanft nach links oder rechts, um ein Rollen des Flugzeugs einzuleiten. Sie können Ihre Fluglage bestimmen, indem Sie aus dem Fenster blicken. Aber Sie haben natürlich auch Instrumente, wo Sie alles genau ablesen können. Jawohl, sehe ich. Als Faustregel gilt, Ihre Wendemanöver sollten nicht über 30 Grad liegen. An der Spitze Ihres künstlichen Horizonts finden Sie verschiedene Einkerbungen, die jeweils 10 Grad repräsentieren. Verwenden Sie diese zum Rollen. Je stärker Sie einschlagen, desto weiter müssen Sie das Steuerhorn zurückziehen, um die Höhe zu halten. Wenn Sie wieder gerade fliegen wollen, müssen Sie das Steuerhorn beim Rollen dagegen nach vorne drücken. Je mehr Sie über die Hauptfluglagen wissen, umso eher erreichen Sie den Gemütszustand eines wahren Piloten. Üben Sie weiter und übergeben Sie mir einfach das Steuer, wenn Sie genug haben. So, ein bisschen üben sollen wir noch. Also einmal rechts drehen, einmal links drehen. Im Prinzip ist das ja, das ist ja alles nichts Neues. So, schließen wir die Lektion ab und gehen direkt über zur nächsten Lektion. Das ist, wie gesagt, ist der Flight, ist die Flugschule des neuen Flight Simulators. Die ersten zwei Lektionen habe ich jetzt schon gemacht. Herzlich willkommen.